Heute Morgen machen wir uns mit dem Motorrad auf den Weg zu unserer Lieblingsbäckerei, Minrichs Bakery. Hier kaufen wir ein paar feine Sachen fürs Frühstück und für Kaffee und Jause zum Mittag. Voilà, dann haben wir die Pizza. And then this one? Yes. And this one, was ist das? Die Produkte dieser Bäckerei sind wirklich herrlich. Die Preise sind sehr niedrig und das Personal ist immer stets freundlich. Schau mal im Supermarkt, oder? Und Takeaway, ne? Und im Blumenschiff. Ah ja, Blumenschiff. Müsstest du da reingehen, oder? Es geht zurück nach Ambalanguda. Wir wollen bei unserem Goldwin Takeaway das Mittagessen besorgen, im Supermarkt noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen und wir müssen uns nach Rosen umschauen, die wir Nadika schenken wollen, unserer Masseurin. Dieser Blumenladen hier in einer Seitengasse in Ambalanguda hat eine herrliche Auswahl an Pflanzen. Leider ist der Stand derzeit unbesetzt und der Nachbar hat ein Auge auf uns. Wir sehen uns also in aller Ruhe um und warten, bis der Besitzer des Standes zurückkommt. Das ist so cool, so cool. Oder die Oder welche hättest du nimmer? Also musst du noch so ein Taschen verlangen. Wie ich hab das. Nicht, das ist der. Sehr schön. Nicht. Und die Orchidee kosten 700. 700? Hm? Ja, ist ja auch noch Spaß, ne? Die Blumen sind gekauft und es geht weiter in den Supermarkt an der Main Road in Ambalanguda. Bevor die Mittagshitze zu groß wird, geht es zurück in unsere Villa Nanda. Mit der Luftmatratze geht es ins Meer, den Wellen entgegen. Dann genießen wir einfach den Abend hier in unserer Villa. Abendessen mit Pfefferjoghurt. Obst. Honig. Honig.
Wir bekommen Besuch von Vidura, seiner Frau Nadika, unseren Masseur. Nadika freut sich dann sehr über die Rosen.